Ich möchte euch zeigen, wie ihr das Celebi und die Meisterwerkforschung Apex bekommt, nämlich indem ihr die Spezialforschung Pokémon Go Tour Johto löst. Diese Forschung erhielt man leider nur, wenn man ein Ticket für die Pokémon Go Tour Johto gekauft hat. In diesem Video möchte ich euch alle Aufgaben zeigen und natürlich die dazugehörigen Belohnungen. Insbesondere auch die besonderen, hier der Hoho-Flügel, den man als Rucksack anziehen kann. Wenn man Teil 1 beendet hat, kann man zwischen drei verschiedene Pokémon wählen, die man näher betrachten will. Eins davon bekommt man dann und muss im späteren Verlauf dies auch weiterentwickeln. Die erste Aufgabe hier ist schon beendet. Das liegt daran, weil ich hier das ausgewählte Kanemane bekomme und dies natürlich, nachdem ich es gefangen habe, auch entwickeln, um die Aufgabe 3 zu beenden. Somit kann ich jetzt auch das Knusp einlösen und das besondere die Lugia-Maske, die findet man unter Brillen. Außerdem gibt es ein Pokémon, ein Dummmiesel. Teil 4, hier geht es um Team Rocket. Drei Krypto-Pokémon einlösen, sollte man achten, dass man welche nur erlöst, die nur 1000 Staub kosten. Die Einzelbelohnungen sind nicht so besonders, dafür aber die Endbelohnung. Hier bekommt man drei Rocket-Radars und ein Pokémon, nämlich ein Baldurfisch, und der könnte shiny sein. Teil 5, die Aufgaben sind jetzt mal nicht so schwierig. Als Belohnung gibt es 50 Kanimani-Bonbons, die braucht man später zum Entwickeln, sehr viele Bälle und natürlich auch mal wieder ein Pokémon, und zwar ein shiny Gyarados. Dieses Shiny bekommt jeder. Also nicht durch Glück habe ich eins bekommen, sondern weil jeder ein Shiny Gyarados hier bekommt. Teil 6 ist auch nicht so schwierig, insbesondere da man die Bonbon, um das Tyrakrok zu entwickeln, ja vorher bekommen hat. Die Einzelbelohnungen bestehen wieder hier teilweise aus 50 Bällen, diesmal die bessere Version, nicht die ganz einfachen. Eine Brutmaschine gibt es am Ende und das Wichtigste natürlich, es gibt mal wieder ein Pokémon, ein Damherplex. Das könnte shiny sein. Teil 7. Hier muss man etwas laufen, weil man zwei Eier ausbrüten muss. Und dann muss man auch noch 5 Feldforschungsaufgaben finden, die man dann abschließen kann. Als Belohnungen gibt es diesmal 25 Hyperbälle und ein paar Items, wie auch ein Lokmodul und natürlich wieder ein Pokémon, und zwar ein Capoeira. Nun zu Teil 8. Hier bekommt man die besten Belohnungen. Und zwar neben einem Sternstück, 1000 Erfahrungspunkte und 3 Sonderbonbons, Ho-Ho-T-Shirt und ein Pokémon. Und das Besondere, jetzt kommt da plötzlich die Frage mit der AR-Modus. Warum? Weil jetzt das Celebi kommt. Das ist etwas schwieriger zu fangen oder auch nicht, wie man es nimmt. Man hat unbegrenzte rote Bälle. Das Wichtigste ist, man muss es nur 3-mal treffen und erst dann bleibt es drin. Man kann keine Beeren nutzen oder sonstiges, sondern einfach nur diese einfachen Bälle, und nach dem dritten Wurf bleibt es drin. Das war es der zweite, und jetzt kommt der dritte Wurf, der natürlich trifft, nur die wo treffen zählen, und jetzt habe ich es. Mal auf die Bewertung schauen, 2 Sterne, naja, nicht so gut. Im Anschluss kann man Teil 9 einfach einlösen, hier muss man nichts extra tun, besonders vielleicht ein Lokmodul und die 25 Celebi-Bonbons. Und da man diese Spezialforschung abgeschlossen hat, bekommt man eine neue, die Meisterwerkforschung Apex. Und die ist was Besonderes, denn hier bekommt man ein Krypto Apex Hoho und ein Krypto Apex Lugia. Aber dafür muss man noch ganz viel Arbeit reinstecken. Und hier alle Kleidungen, die man bekommen kann, von der Lugia-Maske, dem Hoho-T-Shirt und dem Hoho Flügel. Fragen bitte in die Kommentare, und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.